Hallo meine Lieben und ein herzliches Willkommen bei Stampvamp. Mein Name ist Ilka und wir basteln heute eine Sternenbox. Ich habe euch schon vorab alle Materialien zusammengefasst, die wir benötigen. Alle weiteren Infos zu den verwendeten Produkten findet ihr in der Infobox oder über den Link direkt zu dem Beitrag auf meinem Blog. Am Ende des Videos blende ich euch als Übersicht wieder die Schneide- und Faltskizze ein. So sieht unsere Box zum Schluss aus. An der Seite haben wir dann noch eine Öffnung zum Befüllen mit Schokolade oder Ähnlichem. Wir beginnen nun mit der Box. Hier benötigen wir einen Bogen Designerpapier nach Wahl. Diesen schneiden wir bei 16 cm und zweimal bei 13,8 cm. Bei Designpapier mit Musterverlauf ist unbedingt darauf zu achten, wie man das Papier in den Papierschneider legt, damit am Ende die Motive nicht auf der Seite stehen. Jetzt setzen wir ein paar Hilfspunkte. Auf den beiden langen Seiten markieren wir bei 4 cm, 8 cm und 12 cm. Dann drehen wir unser Blatt noch um 90 Grad und markieren auf den beiden kurzen Seiten jeweils mittig bei 6,9 cm. Die Markierungen benötigen wir natürlich auf beiden Blättern. Also markieren wir auf dem anderen Blatt nochmal auf beiden langen Seiten bei 4 cm, 8 cm und 12 cm und auf beiden kurzen Seiten in der Mitte bei 6,9 cm. Jetzt nehmen wir unseren Papierschneider zur Hand, um die Ecken abzuschneiden. Wir schneiden von der ersten Markierung der langen Seite bis zur Markierung der kurzen Seite, sprich die Mitte des Papiers. Dasselbe müssen wir auch auf der gegenüberliegenden Seite machen und wiederholen dies an allen drei restlichen kurzen Seiten unserer Papiere. Als nächstes müssen wir uns die Mitte aller Seiten anzeichnen. Die Mitte liegt genau bei 4 cm. Jetzt sind wir vorbereitet für unsere Falzkanten. Mit Hilfe unseres Papierfalters und eines Lineals ziehen wir parallel zur Außenkante von der einen Markierung zur anderen Markierung eine Falzkante. In der Summe machen wir das nun 6-mal. Ich weiß, das Ganze wirkt auf den ersten Blick sehr kompliziert, aber ist am Ende doch ganz simpel. Und wenn man den fertigen Stern in der Hand hat, war es jede Mühe wert.
Wir sind schon fast fertig. So sieht unser Papier nun aus. Wir ziehen noch die letzten Falzkanten. Wir legen das Lineal in den Ecken an, ziehen eine Falzkante von dem Schnittpunkt der vorhandenen Falzkanten bis zur Ecke, jeweils oben und unten. In der Summe machen wir das Ganze dreimal. Stand the test of time. Anyone can do it. You can be an inspiration. Believing in yourself is what will give you wings to fly. Nun radieren wir noch unsere ganzen Markierungen weg, falten alles und arbeiten mit unserem Papierfalter alle Falzlinien noch einmal nach. Makes us better every day. Sharing a common goal as we set our standards high. Every day's a new adventure, shooting for the sky. Das Ganze müssen wir natürlich auch am zweiten Blatt wiederholen. Wir sind jetzt aber gut in Übung, also läuft das Ganze schon fast von alleine. Wir ziehen also nochmal parallel zur Außenkante 6 Falzlinien von der mittleren Markierung zur mittleren Markierung, legen dann unser Lineal in der Ecke an und ziehen dort wieder eine Falzkante vom Schnittpunkt unserer Falzkanten zur Ecke, oben wie unten. Auch hier radieren wir unsere Markierungen weg und arbeiten mit unserem Papierfalter die Falzkanten nach. Ever had a dream that you could be someone created? Be a part of something that can stand the test of time. Anyone can do it, you can be an inspiration. Believing in yourself is what will give you wings to fly. Inside of each of us, so many possibilities. When we work together, there's no better. Als letztes müssen wir noch Kleber auftragen. Hier müssen wir uns überlegen, an welcher Stelle wir die Box später öffnen wollen, weil wir in diesem Bereich keinen Kleber auftragen. Wir lassen den Kleber wieder etwas antrocknen, damit wir uns nicht die ganzen Hände vollschmieren. Bei mir war es leider etwas zu kurz. Beim Zusammenkleben achten wir natürlich auf den Musterverlauf unseres Designerpapiers.
Unser Stern ist fertig verklebt und wir runden dann noch die Ecken ab, um später unsere Box einfacher zu öffnen. Für unser erstes Deko-Element stanzen wir nun einen Anhänger aus dem Stanzenset Anhänger nach Maß aus Farbkarton in Grundweiß und stempeln darauf das Geweih aus dem Stempelset Weihnachten im Wald in der Farbe Abendblau. Jetzt bekommt unser Rentier seine Augen. Ich habe noch ein paar coole Augen gefunden, die ich mit Hilfe der Klebebunde fixiere. Solltet ihr keine haben, könnt ihr auch einfach Augen aufmalen. Und was darf dem Rentier natürlich nicht fehlen? Richtig, seine süße Nase. Hier machen wir ein Loch in unseren Anhänger und fädeln da eine runde Spreizklammer in Schwarz durch. Wir holen uns noch die Sterne aus dem Stempelset und stempeln diese in Abendblau oben in die Ecke. Als weiteres Deko-Element stanzen wir noch einen Anhänger aus Farbkarton in Abendblau und die Verstärkung der Lochung stanzen wir aus Farbkarton in Bonbonrosa. Beide Verstärkungen kleben wir nun auf. Ober- und Unterseite besprenkle ich noch ein bisschen mit dem Stamping Right Marker in Bonbonrosa. Den abendblauen Anhänger werden wir nun embossen. Hierfür nehmen wir den Textstempel Es weihnachtet sehr aus dem Stempelset. Stempel diesen mit Versamark auf den Anhänger und embossen dann in Weiß. Als kleiner Tipp, ich reibe vor dem Embossen immer mit Stoff über das Papier. So bleibt meiner Meinung nach weniger unerwünschtes Embossingpulver hängen. Wir stanzen nur noch ein paar Sterne aus, einen in Abendblau, einen in Bonbonrosa und einen in Silber. Um unsere Box soll dann noch ein schönes Band mit Schleife. Hier benötigen wir eine Länge von ca. 60 cm. Für die Anhänger benötigen wir auch noch zwei Bänder, ca. 20 cm lang, die wir dann direkt durch die Öffnung fädeln.
Wir verbinden unseren Anhänger mit einem Stück von der silbernen Zierschnur einfach elegant. Die fertigen Anhänger knoten wir an das Band der Box. Ever had a dream that you could be someone created? Be a part of something that can stand the test of time. Anyone can do it. Wir benötigen dann noch ein ca. 30 cm langes Band und binden damit unsere Schleife. Inside of each of us so many possibilities. When we work together, there's no better place to be. Creativity and work, coast to coast, across the land, with a dream and a vision. We're giving it all we can. Stamping up, the dream is catching on. Creativity and work, so we can pass it on. Mit Hilfe unseres Papierfalters machen wir unsere Anhänger etwas rund, dass sie sich leicht nach unten neigen, und kleben diese dann mit Hilfe der Dimensionals an der Box fest. Als letzten Schritt kleben wir noch unsere Sterne ebenfalls mit Hilfe der Dimensionals auf. Unsere Sternenbox ist nun fertig. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und ihr hattet viel Spaß beim Schauen und Mitbasteln. Hier ist wie angekündigt die Schneide- und Faltskizze. Euch allen ganz lieben Dank fürs Zusehen. Schaut euch auch gern meine anderen Videos an. Und wenn ihr in Zukunft kein neues Video verpassen wollt, dann aktiviert die Glocke. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Video, eure Ilka.